Wir sind hier im Wallfahrtsort Vesleh im französischen Burgund. Wir haben uns versammelt zum Abschlussabend einer mitteleuropäischen franziskanischen Jugendsternwallfahrt. 5 Tage lang sind wir vom Süden rauf mit einer Gruppe Richtung Vesleh gegangen. Hier haben wir 3 Tage lang gemeinsames Programm erlebt und wir sagen nun euch, wie es uns so gegangen ist. Wir waren bei unterschiedlichem Wetter unterwegs, es hat geregnet, es war die Sonne da, es gab abenteuerliche Wege, aber gemeinsam war es echt schön, Teilstrecken gemeinsam zu gehen, sich aufzurichten, zu helfen. Ja, das war ein großes Geschenk. Ich habe durch die Wallfahrt wieder näher zu Gott gefunden, durch die Gottesdienste und Gebete und auch durch die Gemeinschaft in der Gruppe, wo jeder so angenommen wurde, wie er ist. Mich hat sehr beeindruckt, dass ich innerhalb von kürzester Zeit aus einer Gruppe von ganz unbekannten Menschen wirklich eine Gemeinschaft entwickelt hat. Und dieser freundliche Umgang und die gute Atmosphäre, die werden mir sicher weiterhin in Erinnerung bleiben. Für mich war es schön, dass ich mich in der Gruppe so wohl gefühlt habe, weil wir alle wirklich offen füreinander waren. Und auch, dass ich mir frei vorkommen bin, dort mitzumachen, wo es bastelt und dort nicht, wo es nicht so bastelt. Und ich bin mir ganz sicher, dass für mich die Woche in Vesleh so etwas wie eine Langzeitwirkung haben wird. Für mich war besonders die Natur sehr, sehr einprägsam, der Sternenhimmel, die saftigen Weiden, die vielen Blumen, die wir gesehen haben, hat mich sehr beeindruckt. Ich habe es genossen, 5 Tage lang in der Natur zu wandern und ich glaube, dass die internationale harmonische Gemeinschaft, die wir hier gespürt haben, vom Geist Jesu kommt, vom Feuer, das er auf die Erde wirft.